grüß dich, Karl. Hallo. Es freut mich außerordentlich, dass ich heute mit dir da sein kann und dass du mir das Schulhaus in Nützi das zeigst, dass du selber als euer Schlüsselwerk im Punkt Schulbau bezeichnest. Ich habe jede Menge Fragen und möchte gerne am Anfang beginnen, am Wettbewerb, der, glaube ich, 1959 stattgefunden hat. Kannst du mir dazu ein bisschen berichten, wie das damals war? Ausgeschrieben wurde er schon 1958, Ende des Jahres. Und dann gab es 1959 18 Einreichungen, zwei zweite Preise. Den ersten, zweiten Preis hat damals der Kollege Pfanner und der Kollege Wengler bekommen. Damals haben wir sie noch nicht gekannt. Und den zweiten Preis Max von und ich. Und bei gleicher Jury war dann nochmal eine Überlegung. Es war für sie schwer, jetzt einem Projekt den Vorzug zu geben. Und so haben sie empfohlen, dass wir beide noch einmal ein neues Projekt machen und haben dann Ende des Jahres ein neues Projekt, eine ebenerdige Schule, so wie sie jetzt im Bestand erhalten ist, vorgelegt. Und damals war die Jury und die Experten sehr überzeugt von dieser guten Lösung. Das heißt, eigentlich war die Schule auch der Start in die Zusammenarbeit, genau, der C4-Gruppe. Oder? Also, ja. Insofern auch ein Schicksalsprojekt oder, genau, ein wichtiges Startprojekt für euch, nicht bloß was die Architektur angeht. Du sagst es richtig. Also mit dieser Schule haben wir das Büro C4, das war die Geburt unserer Arbeitsgemeinschaft C4. C4 steht für Club, also Zusammenarbeit. Und die Zahl 4, das sind die Teilnehmer, alphabetisch geordnet von Pfanner, Silaber und Wengler. Ja, das verstehe ich, warum die Schule so eine wichtige Bedeutung hat für die, das hast du mehrmals betont. Ja. Wenn wir heute durch die Schule gehen, dann erkennt man sehr viel noch vom damaligen Projekt, von euren Absichten. Ich glaube, es ist ja sehr stark auch in der Materialisierung gegangen, ja, sich einfach zu halten, die Materialien natürlich sprechen zu lassen. Was waren die Hauptanliegen ansonsten von euch? Also grundsätzlich haben wir damals die Schule für das Kind gebaut und auf eine falsche Repräsentation verzichtet. Falsche Repräsentation im Sinne von auf erwachsene Gesichtspunkte, sondern ja, wirklich auf, ja, das Kind zu bestimmen. Für uns war damals das Kind das Wichtigste. Das Augenscheinlichste oder Wichtigste erscheint mir diese zweiseitige Orientierung, die Hauptorientierung nach, in dem Fall, ja, Südosten, wo natürlich morgens die Sonne kommt. Aber die zweite Richtung, die hier den Bergblick bietet und einfach es vermeidet, einen dunklen hinteren Bereich in den Klassen zu haben. Wichtig war uns damals die quadratische Klasse. Also nicht eine rechteckig gerichtete Klasse, sondern eine quadratische Klasse, wo mehrere Möglichkeiten logisch aufzustellen sind. Also den normalen Schulunterricht gerichtet auf die Tafel, aber dann den Erzählkreis, und es gibt mehrere Möglichkeiten. Und das war uns wichtig damals. Und die Orientierung der Sonne folgen, deswegen nach Südosten. Genau, Südostlage. Interessant sind ja auch immer diese zugeordneten Außenräume. Also es ist so für mich dieses Spiel aus sich konzentrieren und aber wieder sich vermischen mit den anderen, was ja bei den Schulen in den frühen 60er Jahren von euch schon immer eine sehr wichtige, ja, Rolle gespielt hat, was dann später, glaube ich, wieder viel mehr verloren gegangen ist und heute wieder thematisiert wird. Ja, es waren damals dann die Schulen gekommen, wo es zu Hallenlösungen gekommen ist. Diese Schule ist eine reine Gangschule, mit guter Qualität, möchte ich sagen. Ja. Auffällig ist ja diese unglaublich schöne Umgebung hier in, ja, Nützidos, im Walgau, der doch relativ breit ist, aber dafür umso beeindruckendere, ja, Bergkulisse eigentlich in alle Richtungen aufweist. Ja.
Du hast mir vorher erzählt, dass du auf allen Bergen persönlich warst, dass du sie alle bestiegen hast. Ja. Ich habe das Gefühl, ihr inszeniert diese Berge auch hier in dieser Schule. Man hat von überall den Blick, oder? Es waren ja praktisch paradiesische Zustände. Diese Schule ist umstanden gewesen von Obstbäumen. Es waren einmalige Verhältnisse damals. Du hast den Fritz Achleitner auch einmal durchgeführt durch das Schulhaus. Ja, es war im Jahre 1965, wo Fritz Achleitner nach Vorarlberg gekommen ist. Max Horn und ich haben ihn abgeholt vom Zug und sind dann gleich daher gefahren. Und der Mann war so fasziniert von der Einfachheit, von der Klarheit, von der Großzügigkeit. Man muss bedenken, damals hatte er Nütters nur 1200 Einwohner gehabt. Und in einem so kleinen Dorf eine solche Schule zu finden, die eine eigentlich damals eine wichtige und großzügige Schule war, das war für ihn ganz erstaunlich. Und hat er eigentlich damals alle diese Dinge aufgegriffen, die uns damals auch wichtig waren. Ein wunderbarer Satz war damals, schaut einmal an, sogar die Berge freuen sich und schauen herein. So gut war, hat ihm diese Schule gefallen. Man sieht hier die verleimten Binder und das blendungsfreie Licht in zwei Zonen, auf das wir damals sehr stolz waren, weil es blendungsfrei war und dem Tageslicht am nächsten gekommen ist. Auch damals beim Besuch von Fritz Achleitner hat er das als eine besondere Leistung anerkannt, aus einer Situation eine neue Beleuchtung zu machen. Wenn du in einer Gemeinde mit 1200 Einwohnern so ein Projekt machst, zu so einer Zeit, das war ja alles andere als gewöhnlich. Wie ist man euch als Architekten dort begegnet? Hat man sich einmal überraschen lassen? Habt ihr einfach einen großen Vertrauensvorschuss gehabt durch den Wettbewerb? Oder wie war das? Gab es Skeptiker oder Ängste? Ja, im Prinzip haben wir keine Widerstände gehabt. Aber es waren damals bei den Bauausschusssitzungen schon die Frage, ob eine so quasi eine ebenerdige Schule das Richtige ist. Weil die normalen Schulen waren ja Geschossschulen. Also. Und was waren da die Bedenken? Ging es da um die Ablenkung, eine mögliche Ablenkung vor den Klassenzimmern? Oder was vielleicht der Umgang mit dem Baugrund war und die Wirtschaftlichkeit vielleicht. Wenn man kompakt baut, kann es wirtschaftlicher sein. Es waren keine bösen Argumente, sondern man hat sich halt gefragt, ob das richtig ist. Das heißt, man kann sagen, ihr habt eigentlich die Pädagogik damit auch ein Stück weit verändert oder bestimmt, indem ihr diese neuen Arten der Räumlichkeiten ganz zur Verfügung gestellt habt. Ja. Und das war in dem Fall aber harmonisch, dieser Prozess. Das war harmonisch. Damals, das möchte ich auch noch erwähnen, was diesen Pausenhof anbelangt, wir haben da vor dem Sechsklassentrakt ein Pflanzbeet gehabt. Es war diese Zone begrünt und im Hof ist ein Trinkbrunnen gestanden. Es hat uns damals leid getan, dass diese Dinge vielleicht aus Platzmangel verschwunden sind. Aber damals war das eine ganz wichtige Situation. Grün im Hof und dieser Trinkbrunnen. Aber das ist gut, dass du das ansprichst, weil die Schule hat ja sehr, sehr viel erlebt in der Zeit. Sie wurde weiterentwickelt und es ist auch im Moment gerade ein Bau im Gange. Kannst du vielleicht über den ersten großen Umbau, die große Erweiterung berichten? Die geschah 2002 bis 2004 durch Bruno Spagola, der es also wirklich gut verstanden hat, diesen Sechsklassentrakt im Bereich der damaligen Eingangshalle zu situieren. Wir waren damals
sehr begeistert über diese Anlage. Im Nachhinein gesehen ist es die einzig logische und gute Ergänzung. Wir haben ihm gratuliert und waren stolz, dass nach außen hin unsere C4-Schule nicht beeinträchtigt wurde. Es ist schon ein außerordentlicher Glücksfall, wenn man dann sowas sieht, dass ein Weiterbauen funktioniert mit Respekt, aber auch ohne sich anzubiedern. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr schwieriges Thema, das selten gelingt, leider viel zu selten gelingt. Das ist aber hier positiv und sehr positiv ist. Er hat uns natürlich seine Pläne geschickt, was wir dazu sagen. Ich glaube, er hat sich auch, haben wir von ihm erfahren, über den Fritz Achleitner noch einmal erkundigt, ob diese Sache zu machen sei. Und ich kann nur im Nachhinein sagen, es war ein Glücksfall für uns, dass dieser Bruno Spagola diesen Trakt gemacht hat. Ja, und dann gibt es ja im Moment gerade wieder eine weitere große Erweiterung. Da hat ein Wettbewerb stattgefunden mit einem in meinen Augen sehr, sehr erfreulichen Ergebnis. Ja. Vielleicht gestatten wir die Frage, wenn man selber so ein bisschen zum Zuschauen verdammt ist und nicht weiß, was kommt da, wie ist das dabei gegangen? Warst du involviert in dieses Wettbewerbsprozedere? Oder hast du also damals hat man mich eingeladen, als Juror teilzunehmen. Und das habe ich aber nicht gemacht, weil mich das irgendwo nervlich vielleicht zu stark belastet hätte. Und ich bin froh, dass ich dabei nicht teilgenommen habe. Aber war dann schon verwundert über die wahnsinnig tolle und professionelle Arbeit der Kollegen Fink und Markus Thurnherr. Es ist ja auch bei dem Projekt so, dass man, glaube ich, zu 100% sagen kann, dass es wie die Spagola-Erweiterung auch wieder das Vorhandene von euch, aber auch von Bruno Spagola schätzt und weiter bearbeitet, ohne zu zerstören. Ja, also es ist ein extremer Glücksfall, oder? Es ist ja Ihnen gelungen, diese Pädagogik, die neue Schulpädagogik, in einem Grundriss, in einem quadratischen Grundriss mit 4 Clustern ausgezeichnet gelungen. Man ist ein Glücksfall. Ja, würdest du mich noch ein bisschen rundherum führen und dass wir uns die Schule von außen noch anschauen? Ja, gerne. Thank you.